Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Wir sind im Dorf angekommen und gucken uns jetzt eine Runde um. Tür zum Haus des Schmieds. Mal gucken, da wird es wahrscheinlich jetzt nichts geben. Nehme ich einfach an. Außer die Frau des Schmieds. Okay, mit der können wir natürlich quatschen. Seid gegrüßt. Was führt euch zu mir? Ein herrlicher Duft. Ich koche den traditionellen temerischen Sauerkrauteintopf. Habt ihr Arbeit für mich? Wenn ich es recht weiß, ist ein Hexer eine Art magischer Krieger. Ich töte Ungeheuer, Ertrunkene, Kikimoren. Ich brauche euch sicher irgendwann. Ja, und zu was denn? Habt ihr Arbeit? Ja, ich habe schlimme Probleme mit meinem Mann. Was ist passiert? Der alte Narr hat sich einen Succubus angelacht. Er glaubt, ich höre ihr lüsternes Treiben des Nächtens nicht. Ich soll den Succubus verscheuchen? Ich kenne ein altes Volksmittel von meiner Mutter. Ich brauche 9 Handvoll funkelnden Staubes vom Haar der Mittagserscheinungen auf den Feldern. Liebe die Frage der Bezahlung. In meinem Kräuterbuch stehen alle Kräuter, die hier in der Gegend wachsen. Bringt mir den Staub, der den Succubus verscheucht, und das Buch gehört euch. Na gut. Ich nehme den Auftrag an. Abgemacht. Machen wir das. Bin noch nicht fertig. Meister Hexer? Ihr müsst eine vorzügliche Köchin sein. Ach, das ist nichts weiter. Mein Mann hat ein Schwein geschlachtet und ich mache einen Sauerkrauteintopf. Ich habe noch andere Spezialitäten. Da knurrt mir der Magen. Ihr seid recht mager. Gestern habe ich Rippchen in Bierteig gemacht. Wollt ihr ein paar? Gern. Nur zu gern. Da habt ihr sie. Guten Appetit. Sehr lecker. Was sollte ich gleich trinken? Okay, kennen wir schon. Vielen Dank für das Essen. Die sind hier alle sehr, sehr nett. Ich muss auf die Felder gehen und 9 Handvoll des funkelnden Staubs der Mittagserscheinung holen. Okay, ob das so einfach wird. Was nun? Ihr da, Herr. Kommt her. Was gibt's? Ich habe gesehen, dass ihr mit meiner Frau gesprochen habt und möchte euch ein Angebot machen. Wollt ihr euch nicht von eurer reizenden Dämonin trennen? Ah, meine Frau übertreibt, was den Spaß angeht. Ihr als Mann solltet wissen, dass unschuldiges Vergnügen keinem schadet. Was schlagt ihr vor? Ich kenne einen Zauber, der den Succubus eine Weile schlafen lässt. Meine Frau beruhigt sich und danach kann ich den Succubus heimlich wieder wecken. Was braucht ihr? 9 Handvoll Schattenstaub von Verschlingern. Sie suchen nachts die Felder heim und sind sehr gefährlich. Was bekomme ich als Gegenleistung? Ich hätte da einen roten Meteoriten, mit dem ihr euer Schwert verbessern könnt. Aber vielleicht bevorzugt ihr ja auch Gold. 500 Orens. Also die roten Meteoriten haben wir nun schon zuhauf. Haben uns ja auch beim letzten Mal das Meteoritenschwert geschmiedet. Also die bräuchten wir eigentlich nicht. 500 Orens sind zwar nett, aber auch jetzt nicht mehr so wertvoll für uns. Ich weiß nicht, ich überlege mir das. Ich kann es mir wahrscheinlich aussuchen, oder? Egal, ob ich das jetzt hier... Ich helfe euch. Aber kein Wort zu meiner Frau. Okay. Lebt wohl. So, ich hoffe, ich kann mich jetzt entscheiden. Ich soll ein paar Verschlinger töten und 9 Handvoll Schattenstaub sammeln. Gucken wir doch mal. Versuchung. Täglich Brot, Pfad des Schicksals. Ja, ich weiß es nicht, ob wir jetzt das mit den Mittagserscheinungen noch machen können. Wäre natürlich doof. Basilix-Vertrag? Also die Quest der Frau ist, glaube ich, jetzt nicht mehr da. Vater des Schicksals. Okay. Gut, wir gucken weiter. Ich glaube, wir sind eine nette Bäuerin, mit der wir... Das Gift eines Zauberers in den ihr Schicksal wisst schon, was machen können. Ach ja, stimmt. Hier, guckt mal. Preisgekrönte Kuh. Herrlich. Hallo, Bäuerin. Meine Großmama sagt, nichts ist schöner und gefährlicher Kuhfan. Als der Mittagserscheinung. Und hier ist ein Kuhhirte. Seht sie euch gut an, Herr Hexer. Eine Kuh wie die kriegt ihr wohl nie wieder zu sehen. Sie ist beeindruckend. Seht nur ihr glänzendes Fell, ihren Schwanz und das Euter. Wir wollen sie mit dem Preisbullen aus Bullendorf paaren. Das wäre doch was. Eine weltberühmte Zucht. Zweifellos. Ach, unsere Erdbeere ist so schön. Auf bald. Alter, es geht hier ab, ey. Eine echte Königin. Seht her, unsere preisgekrönte Kuh. Hauptsächlich eine prächtig große Kuh. Alter.
Seht sie euch gut an. Ja, okay. Sie ist, seht nur ihr... Kennen wir schon. Das wäre zwei. Ach, auf. Ach, nee. Preisgekrönte Kuh. Wahnsinn. Okay. Ein Bauer, eine Bäuerin. Ui. Ihr seid ein Hexer, stimmt's? Ja. Vielleicht könnt ihr helfen. Meine Cousine aus Fusima wurde von einem giftigen Ungeheuer angegriffen und liegt im Sterben. Die Ärzte sind ratlos. Kennt ihr ein Gegengift? Was für eine Bestie war es? Ein gar kein. Sah aus wie ein Mann, aber mit Fledermausflügeln. Könnt ihr mir mehr erzählen? Die Bestie hatte einen deformierten Kopf und riesige Kiefer. Ein schrecklicher Anblick. Hört sich nach einem gar kein an. Toll. Doch gar keins sind nicht giftig. Aber meine Cousine leidet an einer Vergiftung. Vermutlich Leichengift. Ja, ich entsinne mich. Garkeins ernähren sich oft von Aas. Oh nein. Der Garkein hat die Seuche vielleicht übertragen, indem er einen infizierten Leichnam verschlang. Die Ärzte sollten das in Erwägung ziehen. Ich teile es Ihnen mit. Ich wusste, dass ihr mich nicht enttäuschen würdet. Danke. Lebt wohl. Okay, das war's mal schon. Aber die sind alle echt sehr nett hier, finde ich, in dem Dorf. Also, nettere Leute gab's bisher im Spiel noch nie. Selina. Soll ich? Ja, ich rede mit Selina. Ja. Ist eure Schwester glücklich über die Heirat? Sie ist glücklich. Aber sie kümmert sich nicht um ihre kleine Schwester. Alina verdient nicht, glücklich zu sein. Oh, wie ich dieses Prinzesschen hasse. Jetzt hat sie Julian bezirzt, einen reichen Kaufmann aus der Stadt, und stolziert hochnäsig herum. Grämt euch nicht. Auch ihr findet einen guten Mann. Besser als Julian? Doch nicht. Ach je, ich leide für die Massen, Adam. Jämmerlich. Oder meint ihr gar den Eremiten? Verschont mich damit. Habt ihr Julians Verlobungsring für Alina gesehen? Der Diamant ist größer als ein Taubenei. Beruhigt euch wieder. Warum tretet ihr für sie ein? Gebt es zu, sie hat euch verzaubert. Ich hasse sie. Euch bekommt sie nicht. Ihr könnt mich sofort haben, auf dem erstbesten Stein. Ihr müsst mir nur einen schöneren Ring geben als den, den Alina von Julian bekommen hat. Mira? Ich habe den Ring. Zeigt her. Er muss schöner sein als Alinas Verlobungsring. Gucken wir mal, haben wir jetzt einen Ring dabei? Ich glaube nicht, oder? Ach, verdammt. Okay, das merken wir uns. Dies Jahr, also. Auf diese Weise erreichen wir gar nichts. Okay, können wir trotzdem noch mit dir reden? Ja. So. Ich möchte gern mit euch reden. Ich bin nicht in Plauderstimmung. Vielleicht nachdem wir mit der Sex hatten, dir einen schönen Ring geschenkt haben. Alte Bäuerin. Vielleicht sollte ich seine eine Tür. Eine ganz normale Hütte. Ich glaube, hier drinnen werden wir jetzt nicht so mega viel finden. Nee, und ich brauche jetzt ja auch nicht alles absuchen. Das sind jetzt so die Standarddinger drin, wie Käse und Krams. Brauchten wir vielleicht mal noch einen Händler irgendwie. Hochzeitsgast, ja. Ich kann die Maid vom Seeufer einfach nicht vergessen. Bäuerin. Können Hexer magische Tränke brauen? Ja. Ich will unbedingt die Aufmerksamkeit eines Jungen erregen. Habt ihr Parfum? Sehe ich aus, als hätte ich Parfüm dabei? Ich weiß, dass ihr Parfums herstellen könnt. Ich zahle gern 50 Orens. Haben wir Parfüm? Haben wir bestimmt nicht, oder? Was sollen wir haben? Waldkauz. Nein. Okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt von uns will. Hier, wir können ihr ein paar Blüten geben. Verrückt? Ich weiß es nicht. Okay. Bauer, Bäcker, Kuhhirte, preisgekrönte Kuh. Bäcker klingt doch schon mal ganz gut. Auf deiner Backe ist jetzt eine Warze. So ein doofes Spiel. Was? Kann Alvin wirklich verschwinden und dann am selben Ort wieder erscheinen? Nur gestern? Wie kommst du denn darauf? Hat er mir erzählt. Wisst ihr, ich habe gestern zwei Krüge zerbrochen und krieg heute Haue dafür, wenn er nicht zurückgeht und mich aufhält. Du solltest nicht alles glauben, was Alvin sagt. Ich wusste, dass der Prahlhans lügt. Der Prahlhans. Stimmt. Irgendwo soll ja hier auch Alvin sein.
Das spiele ich. Nur die Fake. Ich hab den Elfen nachspielen. Papa hat versprochen, er fischt einen verzauberten. Wo ist eigentlich Albin? Ja, sind's. Tür kann ich hier rein? Gott sagen. In sein Gänsehäuschen. So, der Schmieds Sohn. Ja, wo ist jetzt eigentlich der Bäcker? Schmied, Schmied, Schmied. Schade eigentlich. Kuhhörte. Bäcker? Vielleicht sollte ich seine Bekanntschaft machen. Irgendwo war doch hier der Bäcker, Leute. Kuhhörte. Kuhhörte. Ich bin blind. Das ist natürlich die Frage. Tür zum Haus des Dorfpropstes. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch rein. Tür zu Adams Haus. Wir gehen mal nach Adams Haus. Kein Adam da. Okay. Wenn einfach der da ist der Bäcker. Da ist. Der Bäcker ist schon wieder weg. Ist er vielleicht in dem Haus hier? Nee. Tür zu Alinas Haus. Da können wir auch reingehen. Der Bäcker wird wahrscheinlich wirklich in einem Haus irgendwie sein. Oh, Alinas Hütte hat sogar einen Spezial-Screen. Guten Morgen. Seid gegrüßt. Ich bin Geralt, der Hexer. Meister Rittersporn sang einst eine Ballade über einen Hexer. Da wird mir ganz warm ums Herz. Sind Hexer wie Ritter, die das Böse und das Verbrechen bekämpfen? Rittersporn hat meinen Beruf gewiss realistisch beschrieben. Die Ballade war so romantisch. Vom Schicksal aneinander gekettete Liebende, die nicht zueinander fanden. Wahrhaft romantisch. Ich werde bald heiraten. Was führt euch her? Eigentlich Albin. Kümmert ihr euch um Albin? Ja. Er hat so wunderschöne, große Augen. Leider möchte mein zukünftiger Gatte Albin nicht adoptieren. Kann ich mit Albin sprechen? Ja. Normalerweise spielt er im Dorf oder hilft mir hier im Haushalt. Lebt wohl. Wartet, ich habe eine Bitte. Wenn ihr am Gasthaus vorbeikommt, würdet ihr nach meinem Verlobten sehen? Und vielleicht schauen, ob meine Schwester Selina irgendwo zu sehen ist. Euer Verlobter treibt sich im Gasthaus herum? Wir reden nicht miteinander. Er ist böse auf mich. Wir haben wegen Alvin gestritten. Ihr streitet schon. Julian möchte, dass wir eigene Kinder haben. Er will Alvin zum Tempel der Militele schicken oder zum Hexer ausbilden lassen. Ihr findet ihn in der Taverne. Verstehe. Naja, wir können sicherlich nochmal ein Wort mit ihm reden. Ich muss Selina und Julian beim Gasthof treffen. Okay, die sind wir beide zusammen. Nicht so schön. Die haben wahrscheinlich dann was miteinander. Hi Alvin, wie kommst du eigentlich hierher? Hallo Geralt. Ich habe ein neues Zuhause. Es ist schöner als Visima. Aber ich vermisse euch. Es gefällt dir hier. Ja, töten wir zusammen Ungeheuer? Alvin. Es ist außerordentlich gefährlich, gegen Ungeheuer zu kämpfen. Versprich mir, dass du das, wenn irgend möglich, vermeidest. Ich versprech's. Es gibt Elfen hier in der Gegend. Eine ist echt hübsch. Aber sie hat mit Herrn Tobias gestritten. Können wir Töte den Elf spielen? Herrje, ich muss echt ein Wörtchen mit dir und Alina reden. Das hat nichts mit Alina zu tun. Alle Kinder spielen das. Ich bin immer der Großmeister. Wir reden später weiter. Ja, okay. Ich sollte mit Julian reden. Ja, er ist immer der Großmeister. Ist klar. Vielleicht wissen einige jetzt schon, warum ich lache. Alvin geht raus. Okay, jetzt muss ich noch irgendwie zum Bäcker kommen. Oh. Seid gegrüßt. Ich bin Adam. Geralt. Ich versuche, ein Liebesgedicht für meine Herzensdame Alina zu schreiben. Frag den Dichter Rittersporn. Er soll angeblich sehr gut sein. Er verkündete, dass die Liebe meine Inspiration sein werde. Er selbst beschäftigt sich mit einem Ablenkungsmanöver. Einem Manöver? Er wirbt um die Müllerstochter, um so Fräulein Alina eifersüchtig zu machen. Ziemlich gerissen. Wie ein Fuchs. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Okay. Seid ihr in Alina verliebt? Ihr wisst doch, sie wird heiraten. Ich liebe sie heimlich. Ihr müsst daher diskret sein.
Und die Ehe ist niemals ein Hindernis für wahre Liebe. Auf bald. Toll, hau nicht ab! Hau nicht ab! Adam, 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 wir müssen noch reden. Huh, knapp. Ja? Na gut, im Haus hätte ich auch mit ihm reden können. Gibt's hier Elfen? Sie hatten ihr Lager ganz in der Nähe aufgeschlagen, aber sie sehen nicht gerade wie epische Helden aus. Krank und ausgehungert eher. Viele sind bereits gestorben. Sind sie friedlich? Ganz und gar. Herr Tobias wollte ihnen helfen, doch die Anführerin lehnte die Almosen der Menschen ab. Typisch für Elfen. Lebt wohl. Warte, eins noch. Ja? Wie kommt ihr mit eurem Gedicht voran? Deine Hände zart und schlank und dein Körper lang und rank. Bis nächtens um 3:30 verzehr ich mich nach dir. Genug. Schon oh, nee. Ja? Das ist doof. Okay. Auf bald. Adam, ey. Geht gar nicht. Tür zum Haus des Schmieds, okay. Dann gehen wir jetzt hier mal zum Dorfpropst. Spiel gespeichert, das ist schön. Tobias Hoffmann. Okay, eine Schale mit Fleisch. Das ist doch mal ein nettes Haus. Weiße Rosen. Gibt's ja selten, dass Häuser so sehr verändert werden. Eine Kiste mit nichts Interessantem. Hallo, Tobias. Seid gegrüßt. Hallo. Wie nennt man euch denn? Gerald von Riva. Hexer. Welch ein Glück, dass uns gleich zwei Hexer besuchen. Hoho. Ich, Tobias Hoffmann, bin der Dorfpropst. Euch auch. Hoho. Bestientöter, was führt euch hierher? Viel zu bequatschen. Ich wollte mit euch über die Wodjanoi sprechen. Um dieses Geschäft kümmert sich Julian. Geschäft? Er fischt Schätze aus dem See, restauriert sie und schickt sie auf die Märkte von Visima. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Eine Kreatur, die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Okay. Gibt es Belohnungen für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis. Dann bin ich großzügig. Okay. Erzählt mir mehr. Worüber? Also wieder, glaube ich, zwei Trophäen, so wie es aussieht. Schauen wir doch mal. Gibt es in der Gegend Anderlinge? Am Ufer leben Elfen. Was für eine üble Bande. Ich wollte ihnen etwas übrig gebliebenes Essen geben. Die haben mich so kalt angesehen, dass ich fast erfroren wäre. Sie sind ein seltsamer Haufen. Aber ich habe hier im Dorf schon genug zu tun, auch ohne mir über sie Gedanken zu machen. Okay. Ich habe gehört, es soll eine Hochzeit stattfinden. Tja, meine Tochter Alina heiratet einen galanten, fleißigen und ehrlichen Burschen. Wisst ihr, was für eine Freude es ist, einen anständigen Mann für die eigene Tochter gefunden zu haben? Nein, das dachte ich mir. Euresgleichen denkt eben nur an den Kampf. Das ist nicht ganz richtig, aber wie sieht es aus? Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Es gibt wichtigere Angelegenheiten zu erledigen. Wir werden das ein anderes Mal diskutieren müssen. Na schön. Gibt es in der... Ach, das hatten wir schon. Verstehe. Verstehe. Und dann ist da das Fischvolk. Eine Geißel unseres Lebens. Wieso? Sie wurden bösartig, vertrieben uns vom Wasser, verwundeten einige von uns und töteten sogar ein paar. Julian kann euch mehr erzählen. Ich werde mich mit ihm unterhalten. Bestientöter? Okidoki. Wisst ihr, wo ich den freundlichen Wodjanoi-Priester finden kann? Er sitzt häufig beim Altar der Herrin des Sees am Ufer. Manchmal verjagen ihn die Anhänger Dagons, aber er kommt stets zurück. Verstehe. Dagon. Auch sehr interessant. Geil. Okay. Das war auf jeden Fall jetzt schon mal der Dorf. Ja, Bürgermeister. Alvin Kuhfan, Kuhhörte. Ja, wie müssen wir ins Bäckerhaus kommen? Ich brauche Brot für die Elfen. Hier ist auch kein Bäcker. Was ist das nur? Gemein. Tür zu Selinas Haus. Okay, zu der brauche ich erstmal nicht. Ihr seid anders.
Oh, hätte ich doch nur einen Sohn, so hübsch wie Alvin. Sollte ich mich sputen? Spute dich mal, alter Mann. Wo ist der Bäcker? Der Bäcker, der Bäcker, der Bäcker. Ich gehe hier nicht heute ohne mein frisches Brot. Kuh hörte Bäcker. Was? Wo ist denn der Bäcker? Mal sieht man ihn mal nicht. Tür. Frauen. Nee. Wo ist meine Katze? Weiß ich nicht. Hier ist der Bäcker. Ah, sehr schön. Wie komme ich da jetzt hoch? Oh, ehrlich jetzt. Was ist das denn? Oh, okay, hier kann ich hoch. Und irgendwie auch nicht dann vorbei. Oh Gott, es ist schwer zum Bäcker zu kommen, merke ich. So. War das jetzt hier? Och man. So, hier ist der Bäcker. Hallo. Tür zum Haus des Bäckers. Na, reden wir erstmal mit ihm, falls er wieder abhaut. Seid ihr dem Aroma meines frisch gebackenen Brotes gefolgt? Natürlich. Könnte man sagen. Alle meine Waren sind aus feinstem Mehl gemacht. Sowie einer geheimen Zutat von einer dankbaren Nymphe. Ich brauche etwas. Wie kann ich behilflich sein? Okay. Reden wir erstmal mit dem Bäcker über andere Dinge als über das Brot. Habt ihr noch andere geheime Zutaten? Leider. Ich kenne da ein Rezept, das ich noch nicht ausprobieren konnte. Was für eins? Kann ich nicht sagen. Ich brauche weißen Honig. Weiß aber nicht, was das ist. Entschuldigung. Wisst ihr, was Hexer machen? Sicher. Hexer sind wie Zauberer, nur etwas schlimmer. Schlimmer? Ja, weil ihre Eier verschrumpelt sind. Ich denke, ich sollte mich auf den Weg machen. Was ist nur los manchmal? Eine Familie? Das ist Pech. Sehr doof. Oh Gott. Der Bäcker kann vielleicht gutes Brot backen. Wie kann aber ich? Ist dumm. Okay. Honig war aber okay. Brot, das war klar. So. Wie kann ich? Weißen Honig habe ich nicht, kann ich mal so leider nicht geben. Ich habe 20 Ohrens und brauche 5 Laibe Brot. Ein Brot kostet 5 Ohrens. Das macht bei 5 Laiben 25 Ohrens. Na gut, das haben wir natürlich über. So. Handaktion erfolgreich. Wunderbar. 5-mal Brot und es wird mir jetzt nicht angezeigt, dass ich damit zurück zu den Elfen soll. Basiliskenvertrag. Versuchung. Pfade des Schicksals. Mitte des Tages? Julian? Wo war das mit den Elfen? War das jetzt einfach nur so? Kann eigentlich nicht sein, oder? Okay. Ja, ich muss einen Bäcker oder einen anderen Kaufmann finden. Tuvil hat mich gebeten, 5 Laibe Brot für die Elfen zu kaufen. Ja. Ja, ich habe ja doch jetzt eigentlich 5 Laibe Brot. Was soll das? Warum wird mir das jetzt nicht angezeigt? Irgendwie gerade ein bisschen doof, aber es sind 5 Laibe Brot. Ach scheiße, ich habe Brötchen gekauft. Na egal. Wie kann ich ja, wenn ich mal hingucken würde, richtig, ja. Brot. So, jetzt aber. Hoffentlich. Ich hätte nichts gegen einen Happen. Jetzt fühle ich mich natürlich wieder verarscht. Habe ich jetzt das Brot nicht gekauft? Wartet mal. Stand mir mach. Bin ich jetzt denn blöd? Mir nicht. Mir macht Spaß. Ist nicht langweilig. Aber ich habe irgendwie das Brot jetzt nicht bekommen. Oh Gott, was ist denn mit mir los? Jetzt, ich kann das Brot zu Turovir bringen. Toll, die leichtesten Quests sind die schwersten für mich. Wartet mal, ich gehe nochmal kurz in sein Haus. Vielleicht hätte ich da ja auch Brot klauen können. Wahrscheinlich sogar. 4 Laibe Brot. Ach, egal. Ich habe gern gekauft. Ich meine, man muss auch mal so ein bisschen die Wirtschaft ankurbeln. So, jetzt habe ich hier nochmal irgendwie einen Trank. Ich werde nach dem Part auf jeden Fall im Internet schauen, warum ich mir nichts anderes brauen kann. Sehr, sehr merkwürdig. Werde ich wahrscheinlich noch rauskriegen, weil ein bisschen Schwalbe bräuchte ich schon noch. Besonders jetzt für das nächste Kapitel. Das wird kampflastig. Schmied, Fass. Okay. Wie seltsam.
Ich überlege gerade. Hier müsste irgendwo eine Feuerstelle sein, wenn ich mich nicht täusche. Berberrohr, weiße Myrte. Dann hatten wir gut. Das ist schön. Ungeheuertöter finden hier immer Arbeit. Berberrohr. Wo ist eine Feuerstelle? Der Hügel. Das könnte ich noch in 5 Minuten machen. Jetzt sagen wir Kunden einfach mal eine Runde. Das kann auf jeden Fall nie schaden. Und beim nächsten Mal, ja, weiß nicht, kümmern wir uns vielleicht um ein paar Monster oder so. Ich werde mal schauen, was wir machen. Boah, echt sehr weitläufig. Was war das? Ui, Riesentausendfüßer. Da haben wir sie doch schon. Boah, sehr schön, da bebt er alles, ey. Aha. Oh, aua. Doofes Mistvieh. Komm raus. Okay, ich muss mich ein bisschen sputen. Die haben schon ein bisschen Energie und sind nicht ganz so einfach, glaube ich. Also, gut, töten tut mich so viel jetzt nicht, aber mehrere auf einmal sind da wahrscheinlich schon etwas härter. So, Toxin. Giftdrüsen. Luftröhre. Chitin-Exoskelett. Die brauchen wir. Das habe ich jetzt hier mit drin. Qualitativ hochwertiges Chitin aus dem Exoskelett eines Riesentausendfüßlers. Es gibt Kaufleute, die so etwas mit Freunden abkaufen. Mit Freuden abkaufen. Ja, cool. Wissen wir schon mal, wo es die gibt. Hier ist die kaputte Brücke von dem Schrein der Griggs. Von. Was ist hier los? Oh mein Gott, ich hab was gehört. Oh, guck mal, Gnome oder Grix. Oh, das ist ja süß. Oh, verdammt, dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist ja cool. Oh, das ist cool. Schrein der Grix. Kann ich. Die kleine Kapelle einer Gottheit. Wer hält hier Andacht? Das ist ja cool. Kann ich euch. Ach, Alkohol wollen die haben? Starker Alkohol. Starker Alkohol? Ja. Ey. Hier werfen wir mal ein bisschen Alkohol rein. Erhalten vierblättriges Teebad. Okay. Hahn. Nehmen wir mal ein bisschen Hahn mit. Oh, die Griegs sind ja cool. Vor allem haben die auch nicht so viel Angst vor mir. Gut, die laufen weg, aber. Oh, das ist putzig. Das hat mich gerade wieder überrascht. Seht ihr? Ein paar Mal durchgespielt und trotzdem. Maurer Hahn. Und Pat oder Pat. Seid gegrüßt, Herr. Lasst das Herr sein. Ich bin Geralt. Es ist mir eine Ehre, Herr... Geralt. Wie gut könnt ihr mit dem Bogen umgehen? Ich bin der Beste im Dorf. Ich treffe einen Apfel auf 50 Schritte. Schön. Ja? Okay. Wollt ihr nicht wie euer Vater Baumeister werden? Eigentlich nicht. Seit mein Vater die Hütte umgebaut hat, schließen die Türen nicht mehr. Sogar die Katze fürchtet sich davor, die Treppe zu benutzen. Und wenn es regnet... Ich verstehe schon. Außerdem bevorzuge ich das Bogenschießen. Eines Tages nehme ich am Turnier in Vysima teil. Viel Glück. Ja? Okay, das war's erstmal. Lebt wohl. So, die Brücke ist wahrscheinlich kaputt und wir kommen nicht drüber. Schade eigentlich. Aber egal. Maurer. Reden wir doch mal mit dem. Leichnam. Da hinten ist ein Leichnam. Den will ich jetzt auf jeden Fall nochmal untersuchen. Okay, sehr schön. Allerlei nützliches Zeug. Jetzt können wir im Wasser rumtrampeln, aber ich glaube, das bringt uns auch nicht weiter. Gucken wir kurz, ob wir irgendwas im Graben finden, aber ich glaube es nicht. Oh Gott, was passiert mit uns? Was war das denn gerade? Wir waren gerade irgendwie im Wasser. Also, irgendwie, naja. Egal, Wurst. Ich glaube, da hinten geht es wieder zu den Feldern. Kann ja mal kurz auf die Karte gucken. Reste von Ruinen. Durchgang zum Dorf, Gasthaus. Ja. Okay. So, noch eine halbe Minute. Mit dem Maurer können wir noch eine Runde quatschen. Seid gegrüßt. Hier kommt ihr nicht weiter. Die Brücke wurde zerstört. Sie sieht nicht unpassierbar aus.
Da drüben sind nur Wälder und Wiesen. Danke für die Warnung. Braucht ihr einen Hexer? Ihr seid ein Hexer? Ja. Herr... Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit zu geraten. Ihr allein könnt helfen. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an. Mich, einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss. Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben mir verbunden. Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Griggs. Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Abgemacht. Besucht das alte Weib im Dorf. Doch seht euch vor, sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Griggs vertreibt. Na gut. Die haben wir noch gar nicht kennengelernt, oder? Die Hexe da. Ich muss zur Heilerin gehen und sie fragen, wie man mit Griggs verfährt. Okay, die sind diese Kleinen wahrscheinlich. Ja, ich würde mit dem reden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal. Da haben wir noch ein bisschen Gesprächsstoff. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Die letzten vier Parts waren jetzt zwar nicht so aufschlussreich und eher sehr ruhig. Trotzdem finde ich sowas auch mal ganz schön. Das ist sehr entspannt, mal nicht so viel kämpfen zu müssen. Und nach diesem Fail mit der Kikimoren-Königin finde ich das dann doch wirklich sehr angenehm. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Woche bei The Witcher. Wie kann man hier Geld verdienen?